Bella, wenn du Bock auf Tomahawk hast, dann sag was. Nimm mal. Warte, komm her. Bella, sitz. Hallo Freunde, heute machen wir mit Bella zwei verschiedene Tomahawk Steaks. Eins im Sous-Vide, also Wasserbad, das andere im Kugelgrill. Wir werden vergleichen, welches saftiger ist, welches besser schmeckt. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Heute werden wir Sous-Vide VS Kugelgrill. Hier sind auf jeden Fall schon zwei schöne Stückchen Tomahawks, die im Wasserbad garen. Und hier ist eins, was auf den Kugelgrill kommen wird. Mal sehen, wie die von innen aussehen, der Unterschied. Jetzt wird es erstmal richtig schön scharf angebraten. Ja, er muss tote Schütze sein. Ja, und einmal wenden. Wir haben das ungefähr 2 Minuten drauf gelassen. Muster ist schon mal geil. Aber jetzt wenden wir das nochmal. Oh, das sieht geil aus. Das ist gefährlich. Nochmal 2 Minuten jetzt. Ja. Jetzt kommt das Fleisch auf den indirekten Bereich. Gucken wir es nochmal an. Bombe. Und jetzt bleibt das Ding 54 Grad hat. Natürlich das Thermometer ran. Hier. Daumen hoch, ey. Daumen. Aktuell 26 Grad. Wir schmieren erstmal ein bisschen Öl drauf. Wir haben hier einmal das, was wir im Kugelgrill, und jetzt kommt das, was im Wasserbad und auf dem Grill. Warte. Oh yes. Und auf jeden Fall genug Hitze. Das ist auf jeden Fall genug Hitze. Jetzt 2 Minuten von jeder Seite. Wir gucken. Ja! So schön. Boah. Geil. Ja, Mann. Also, wir haben jetzt hier das im Kugelgrill. Genau. Als Vergleich. Da liegt das im Wasserbad und das ist Kugelgrill. So. Dann würde ich sagen. Zeig mal. Einmal hier. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Schneiden wir mal an, die ganze Geschichte hier. Oh ja. Okay, das ist auch gut. Ja. Okay, lass mich mal reingucken. Gefühlt. Aber das ist so, oder? Sieht das genauso aus wie das hier. Also perfekt. Im Geschmack wird man wahrscheinlich. Also das ist Sous-Vide mit Wasserbad. Okay. Achso. Und das wurde im Kugelgrill. Also eigentlich. So, hier haben wir Sous-Vide. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Und hier haben wir Kugelgrill. Ey, das schmeckt genau gleich. Sous-Vide ist zart. Vielleicht minimal zarter. Minimal das hier. Aber kaum Unterschied. Also wirklich Bombe.